Hey, was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush Fortification mit einem weiteren Netzshow. Dieses Mal mit der Sonic Amateur Games Expo 2021 Demo zu Project Hopes. Einen weiteren 3D Modern Sonic Fan Game. Und ja, ich würde sagen, wir starten damit durch. Und dabei können wir sowohl Shadow als auch Sonic steuern. Und ja, ihr merkt ja schon meine Stimme. Erstmal ein kleiner Disclaimer, ich habe mir vor ein paar Tagen eine Erkältung reingezogen und keine Sorge, es ist kein, ihr wisst schon was, Virus. Und nebenbei habe ich auch noch, meine nächste Auffrischungsimpfung mit dem Pfizer gehabt, also hinter mir gebracht, aber ja, jetzt geht es mir wieder besser, nur muss ich immer noch husten und schnupfen, ein wenig husten und schnupfen, aber ansonsten geht es mir schon vieles besser und es kann nur besser werden und ja, immerhin habe ich ja mindestens 2 Tage damit verbracht, im Bett zu liegen die ganze Zeit und mich versucht zu erholen. Ich konnte mich wirklich auch kaum rühren. Die erste Nacht wirklich konnte ich gar nicht mehr aufstehen. Ich habe die ganze Zeit nur geschlafen und geschlafen und geschlafen, mindestens 11-12 Stunden lang, obwohl ich da maximal 8 Stunden schlafen wollte. Oh je, das war was. Naja. Und ja, deswegen nur, dass ihr Bescheid wisst, warum ich jetzt ein bisschen so komisch klinge und auch ab und zu ein bisschen ausstoßen muss. Aber gut, ansonsten geht es mir gut genug, damit ich jetzt wieder aufnehmen kann. Und, also keine Sorge, und ich würde sagen, wir starten durch. Ich muss das leider mit der Maus auswählen. Und wir können Stories auswählen. Die Methodist Arc, die Metal Arc und die Eggman Arc? Ja, ich würde sagen, die Methodist Arc, ne? Hey Shadow, it's always nice just to relax on the beach. Was ein bisschen komisch aussieht. Yeah, gun missions can be tiring. Ein bisschen komische Pose, muss ich sagen, aber gut, es ist auch noch eine frühe Demo. I just got a message from Gunn. There has been suspicious activity at the grassy fields. I need to leave. What the hell? Ja, wie gesagt, es ist noch eine sehr frühe Demo. Also, ja. Ja, da können wir schon loslegen. Wir können die Kamera steuern, wir können die Charaktere steuern, springen, Homing Attack. Und mit den Schulterbutton können wir. Also mit den Schulterbutton und B-Knopf können wir die Spin Dash einsetzen. Und natürlich die, wie gesagt, die Homing Attack und auch hier der Lichtgeschwindigkeitssprint. So, sehen. Und natürlich auch rollen. Aber ich nutze lieber. Oh. Den Spin Dash. So, und wir müssen erstmal hier rüber. Ich habe ein bisschen schon angezockt. Wollte eigentlich nur Aufnahmetest bestreiten. Und hier nochmal den Lichtgeschwindigkeitssprint nutzen, um hier zu gelangen. Und den Schalter zu finden. Da ist er. Hit das. So. Und es bringt nichts, die Gegner immer wieder besiegen zu müssen, weil die respawnen immer nach und nach. What the fuck? Bin doch auf den Sam wieder zurückgegangen. Was soll das? Okay, da habe ich mich wohl ein bisschen vertan hier. Ja, aber ich sehe, dass die Gegner respawnen immer und immer wieder. Ja, natürlich die. Wie heißen die nochmal, diese Marienkäfer-Roboter? Und ich bin tatsächlich wieder zurückgegangen hier. Und ja, man sieht es auch schon alleine im Hintergrund. Oh, aber der Schalter blieb gespeichert. Na, ein Glück. Oh, shit. Zum Glück respawnen auch die Ringe für den Lichtgeschwindigkeitssprint wieder. Und hier ist schon das Ziel. So, Eggman, it was you all along, huh? It wasn't all just me, say hello to my new friend Mephiles. As you can see, it's a copy of you. Mephiles is the big... Oh Mann, warum geht das so automatisch so schnell weg? Ich kann das nicht so schnell vorlesen. Ah.
Einfach ein Roundhouse-Kick und das war's. Aber gut, da gibt es noch bessere Animationen demnächst. Mein Augenblick sieht doch sehr billig aus, aber wie gesagt, eine sehr, sehr frühe Demo. Also sollte man das jetzt nicht zu sehr urteilen. So, und jetzt steuern wir mit Sonic. Und die Ringe bleiben auch gespeichert, wie ich sehen darf. What the? Wieso wird man da also in die Luft geschossen? Holoska Day Music. So, Barock. So. Oh. Jetzt bleiben wir rüber. So, Sonic, are you getting close? We can see you over there. I just started. How do you expect me to be here in just a few seconds? I just woke up as well. But you did say you are the fastest thing alive. Anyways, me and Knuckles are still looking for that Chaos Emerald. It should be around here. Yeah, yeah. Anyways, I'm airborne right now. I'll go back later. Jeez, he's kinda annoying. Alter, haben die Beef oder was? Oder warum ist der Sonic jetzt so out of character schon wieder? Ja, selbst der Sonic in... Und ich möchte euch etwas zeigen, wenn wir könnten uns eigentlich... Eigentlich sollte man sich jetzt zwischen zwei Wege entscheiden können, aber... Als ich das letzte Mal da lang gelaufen bin, bin ich gestorben. Aber man kann hier lang laufen, okay. Dann war das anscheinend irgendein Bug. Ja, aber was ich sagen wollte, selbst ja, der 2000, der Sonic seit Sonic Colors ist wenigstens immer wieder ein guter Freund von bleibt weiterhin immer. Hoppla. Shit. Also selbst, wie mache ich das am besten? Soll ich dann... Ja, Spin Dash, der hilft, um etwas mehr Abstand zu gelangen. So, und jetzt, ha. Und auch schnell abspringen gleichzeitig. Oh, das. Jetzt, ha. Ja, aber selbst der Sonic Side Sonic Colors ist schon... hat ein deutlich besseres Verhältnis mit Tails hier, als jetzt der hier. Warum beim Rollen wird man nicht schneller hier, selbst wenn... Selbst beim... Ach shit, was war das denn jetzt? Kann ich einen Stampf einsetzen oder was? Oder wie soll ich da jetzt hochgelangen? Nee. Okay, die kommen weit genug runter, oder? Ernsthaft, man kann ja keine... Man kann ja nicht schneller werden beim Rollen, wenn man da... Wie sagt man? So... Wenn es da so runter geht? What the f... Ah! Was war das denn schon wieder? Ich hab da wirklich... zu wenig Momentum hier, oder was? So, jetzt aber. Okay, jetzt passt es aber. Es erwartet einen von einem, dass man hier... Ja, beim Rollen wird man immer langsamer statt schneller. Wenn man da... Hier so runter... Wenn man läuft, dann baut sich Momentum auf. Aber beim Rollen komischerweise nicht. Ist ja wie bei Sonic 4. Das finde ich nicht gut. Und ich mag eigentlich Sonic 4, aber das ist eines der Elemente, wo ich den Kritikern wirklich nachvollziehen kann, dass sie das nicht mögen bei Sonic 4. Das ist absoluter Blödsinn, dass er beim Rollen keine Geschwindigkeit aufbaut, wenn es irgendwo bergab geht. Ist ja auch ungefähr dasselbe Problem mit Classic Sonic in Forces. So, wo lang jetzt? Oh! Hey, it's Tails and Knuckles! Ja, und? Und Knuckles pennt.
This isn't looking good. What the? Ah, der crashed, but I continue looking for the emerald. Just hope they survived that. Und jetzt rennen wir übers Wasser, aber what the fuck? Was ist denn da passiert? Wieso? Musste er jetzt eine Bruchlandung hinlegen? Also ich würde eher mehr Sorgen um die Beine machen als um den Chaos Emerald. Ganz ehrlich. Naja. Ich weiß nicht, was das für ein Skript sein soll und wer das schreibt. Ich hoffe nur, der weiß, was er tut. Der oder die. Wer auch immer das macht. Wie jetzt? Ich hab doch... Hab ich gerade den Pixel von dem Wasser erwischt, das sofort tötet oder was? Ey, komm. Was soll das denn jetzt? Sehr frühe Demo. Jetzt auf einmal habe ich wieder mehr Schwung. Oh Mann. Was soll man dazu noch sagen? So wehe, wenn es jetzt wieder bei den Topo nicht klappt. Ich verstehe das nicht. Gerade den Pixel erwischt, wo ich sterbe und dann... Die Hitbox ist aber wirklich gemein. Okay. Eine Homing Attack hilft anscheinend. Direkt darauf zu rennen ist wahrscheinlich keine gute Idee. Ist aber auch wirklich ein gemeiner Bug. Na komm, ich will einfach nur... Ja, mehr Geschwindigkeit! Ah, da ist ja nicht das Ziel. Oh, das war's. Aber ich muss auch noch die anderen Sagas auschecken. Die Metal Arc zum Beispiel. Hm? Oder die Eggman... Geht nicht! Geht alles nicht! Okay, ich dachte, es wäre schon von vornherein freigeschalten, aber nein, geht noch nicht. Ja gut, das war Project Hopes. Mal wieder, die Würze liegt in der Kürze, wie es so schön heißt. Ja, ganz, aber, ja gut, da kann noch mehr, da kann man noch mehr draus machen. Schauen wir mal. Ist halt, wie gesagt, immer noch eine frühe Demo. Da ist noch Luft. Nach oben. Aber was haltet ihr davon? Ab damit in die Kommentare, die Meinung und wie immer Download-Link in der Videobeschreibung. Dann sind wir wieder beim nächsten bei der nächsten Sonic Amateur Games Expo 2021 Demo. Weiterhin viel Spaß mit meinen anderen Videos und auf Wiedersehen und Tschüsschen, Leutchen!